Hallo, ihr lieben Ninjas, und willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda auf Vault. Wir sind endlich mal so weit, dass wir in der Hauptgeschichte weitermachen. Zumindest was den Ich habe Planeten von dem angeht. Cat-Hinterhalt gehört. Cat-Hinterhalt, das wollen wir gar nicht wissen. Denn wo unsere Prioritäten liegen, ist im Moment. Ist der gerade hier hochgetänzelt? Unsere Prioritäten heute liegen darin, dass wir natürlich erstmal die ganzen Nebenmissionen hier in dieser Basis annehmen müssen. Und das wird sicherlich ziemlich viel Gequatsche. Und was ich in der Basis scannen kann, muss natürlich auch gescannt werden. Wir haben zu den neuen Besuchern. Ich habe von den neuen Besuchern auf Aya gehört. Muss ich Sie daran erinnern, was letztes Mal passiert ist, als diese Spezies eine unserer Welten kontaktiert hat? Kadara ist nur wegen Ihnen eine Kloake. Sie und Aphra hören sicher jede Menge Meinung von beiden Seiten und ich vertraue darauf, dass Sie die richtige Entscheidung treffen, Anik. Aya und Volt dürfen nicht von diesen Dingern überlaufen werden und ich traue diesem sogenannten Pathfinder keinen Deut mehr als dem Rest dieser Bande. Dara ist zur Kloake geworden, unseretwegen. Okay. Ein Bericht. Jägerpilot Veshnaran. Veshnaran erstattet Bericht. Ich habe diese Woche überraschende Neuigkeiten erfahren. Offenbar hat der menschliche Pathfinder das Gewölbe auf Eos aktiviert. Die Neuankömmlinge besiedeln jetzt die Oberfläche. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Commander. Es beunruhigt mich. Ein Besucher aus dem Orkusnebel kann auf Technologie zugreifen, die uns seit Jahrhunderten verschlossen ist. Was hat das zu bedeuten? Die Geschichte lehrt uns, was geschieht, wenn Fremde mehr Macht haben als wir. Ich entschuldige mich, wenn meine Anmerkungen unangebracht sind. Ich denke nur laut nach. Ich vertraue auf Ihr Urteil in allen Dingen, Commander. Ein bisschen schade, dass man diese Reaktion der Angara ganz offensichtlich größtenteils über Textnachrichten erfährt und nicht in Gesprächen. Willkommen. Sie sind der Pathfinder, nicht wahr? Ich bin Roshua Lin. Diese Symbole an der Wand. Was ist das? Meine Leute ziehen sich hierher zurück, um zu beten. Und ich erteile Ihnen den Segen. Möchten Sie einen? Ich bin mit Ihrem Glauben nicht wirklich vertraut. Ebenso wenig wie mit allem anderen, nehme ich an. Aber das macht nichts. Der Segen ist einfach ein Zeichen des Wohlwollens. Wieso üben Sie Ihre Religion nicht öffentlich aus? Jenen, die als Sklaven der Kett leben, ist es verboten, ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen. Wir ehren ihre Isolation, indem auch wir ihn im Privaten ausüben. Glaube ist dann am stärksten, wenn niemand ihn sieht. Wenn das nicht meine politische Botschaft ist. Ach, eigentlich bin ich nicht religiös, allerdings zähle ich tatsächlich zu den Menschen, die glauben, dass Menschen, die ihre Religion ausleben wollen, sie auch ausleben sollen. Und das ist mich nicht. Ich glaube nicht, dass mir irgendwelche Hörner wachsen, wenn ich gesegnet werde durch eine Religion, mit der ich nichts anfangen kann. Es wäre mir eine Ehre. Ich schenke Ihnen Stärke und Mut, aber möge Ihr Herz dennoch rein sein. Wie wird man eine Priesterin? Indem man durch ein tiefes Tal geht. Nur jene, die die Dunkelheit kennen, können andere ins Licht führen. Ich spreche regelmäßig zu denjenigen, die meiner Führung bedürfen. Sie tragen meine Worte in ihre Familien, damit sie alle die Stärke finden, nach der einst auch ich gesucht habe. Woran glauben Sie? An die nie endende Entwicklung einer Seele, die innerhalb einer Familie wiedergeboren wird. Eine rechtschaffende Tat in diesem Leben führt zur Erleuchtung im nächsten. Und damit zu einer stärkeren Dynastie. Wer spricht denn hier mal mit? Was ist denn das für ein Mumpitz? War das Jarl? Das könnte natürlich sein. Wir brauchen irgendeine Stimulanz. Ich habe Kitari und Summer. Alles andere ist uns ausgegangen. Ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Warum stehen Sie hier rum? Haben Sie nicht irgendwo anders zu tun?
Ich bin Pathfinder Ryder von der Andromeda-Initiative. Wir kommen von... Ja, ganz toll. Sie kommen von weit her. Haben die Ärzte in ihrer Heimat zufällig magische Heilkräfte? Nicht mehr als Sie, nein. Dann ist es mir im Moment herzlich egal, woher Sie kommen. Warten Sie da drüben. Dr. Harin, Ryder könnte uns vielleicht mit den Notfalllagern helfen. Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Kettangriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden. Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Geben Sie mir eine doppelte Dosis Summer, schnell! Eine doppelte? Das sind die medizinischen Notfallvorräte, von denen der Doktor gesprochen hat. Wir müssen sie in die Lager bringen. Sam, hast du die Positionsdaten gespeichert? Natürlich, Pathfinder. Hey, mal nichts holen, sondern mal was abliefern. Logs der Kettüberwachung. An Commander Doxel von Geheimdienstoffizier Kaas. Transkription wie gewünscht. Beginn des Logs. Die Zeiten, ja. Eft 3, Veniska bei den Sternen Zek, sehen Sie. Zek, ich habe Ihnen doch gesagt, ich interessiere mich nicht für Ihr Sammel. Veniska laut, nein, die Kettbasis. Zek, ist gut, das ist ein großes Schiff. Veniska, sind das? Zek, sieht nach einem Jäger aus. Sie bringen mehr Truppen, größere Waffen. Veniska, das ist nicht gut. Zek, ich gehe zu Kaas. Sie beobachten weiter, protokollieren Sie alles. Ende des Logs. Okay. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Maisie. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Hier sind überall Kett. Wie kommen Sie da an Vorräte? Auf demselben Weg, den wir genommen haben. Boot ist voller Höhlen und verborgener Pfade. Es ist schwierig reinzufliegen. Darum bringen meine Kinder die meisten Dinge nach und nach hierher. Ihre Kinder? Sie sind aufgrund ihrer Größe für die Kett schwer zu entdecken. Wir alle tun, was wir können. Auch die Kinder. Habe ich schon mal Angara-Kinder gesehen? Was halten Sie von Aphra? Nicht alle denken gut von ihm. Aber sein Plan ist kühn und der Widerstand ist wichtig. Ich werde tun, was ich kann, um ihm zu helfen. Bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten? Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Kett eine Chance haben wollen. Wenn Sie die Kett-Station auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen. Und etwas für Sie zurücklegen. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Joel wohlbehalten zu uns zurückbringen. Das war übrigens mal wieder ein schönes Konzept für Rollenspiele, wie ich finde. Wenn so wie Sie gerade einfach nur eine Bemerkung innerhalb eines Gespräches ausreicht, nicht um eine Quest zu geben mit Ausrufezeichen und so weiter und das auf einer Karte zu markieren, sondern einfach mal sowas erwähnen. Hey, wenn du da ein bisschen was machst, können wir vielleicht was für dich tun. Das ist viel spannender und organischer, als irgendwelche Ausrufezeichen abzulaufen. Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Sie scheinen ziemlich unterbesetzt zu sein. Freiwillige Mediziner sind selten. Vor allem welche, die mit Wohl zurechtkommen. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht.
Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige. Ich werde hier sein. Ulysk, wir haben ein Shuttle mit genügend medizinischem Material für den Zyklus geschickt. Ist es bei Ihnen angekommen? Unser Verfolgungssignal ist ausgefallen, nachdem wir die Vorräte am Übergabeort abgeworfen haben. Bitte lassen Sie uns wissen, dass die Sachen sicher erhalten haben. Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Für den Commander. Commander, es tut mir so leid. Wir konnten die Cat von Teshik zurückdrängen, aber sie wussten, dass wir kommen. Sie hatten schon Fallen ausgelegt, bevor wir überhaupt den Gipfel erreicht hatten. Arian hat es nicht geschafft. Er ist gefallen, während er unserem Saboteur Deckung gegeben hat. Er hat fast ein Dutzend Cat ausgeschaltet, ehe sie ihn erwischt hat. Sie wären so stolz auf ihn gewesen. Ich wollte es sie wissen lassen, bevor sie die Nachricht auf weniger rücksichtsvollerem Weg erreicht. Ich bitte Eskal, die Benachrichtigung zurückzuhalten. Sie sollten es ihren Eltern selbst sagen. Commander, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, es muss schwer sein, dies zu lesen. Aber sie sollen wissen, dass Arian Duxel heute ein Held war. Ist Arian der von Haval? Ha. Nicht gesendeter Entwurf, es tut mir leid. Pavoa, Mutter, ich hoffe, dir und Lavala geht es gut. Die kleine Falette ist inzwischen bestimmt ganz schön anstrengend. Mutter, es ist etwas geschehen. Ich habe Arian auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Er kommt nicht zurück. Sein Offizier sagt, er ist gestorben, als er seinen Trupp beschützt hat. Das ist meine Schuld. Er hätte länger ausgebildet werden sollen. Es tut mir so. Ende des Textes. Dringend brauche sofort Rekruten. Commander Duxel, wir brauchen mehr Rekruten für Haval. Die Cat haben zwar die Ruine noch nicht erreicht, aber ihre Angriffe auf die Hauptstadt werden kühner. Ich weiß nicht, wie lange wir noch aushalten können. Ich weiß, dass die Personaldecke im Moment sehr dünn ist und ich habe das von Arian gehört. Sie machen also gewiss eine schwere Zeit durch. Ich hätte sie nicht kontaktiert, wenn es nicht wirklich dringend wäre. Ich bin im Feld. Melden Sie sich bitte so bald wie möglich. Captain Rowe. Wie? Ist ja abgehoben hier. Die Kettüberwachung, Woche 42, Novo Fev, Schichtwechsel. Kettanführer geht zur Konsole, spricht mit unbekannter Person. Kettpatrouille kehrt zurück, berichtet, dass nichts Ungewöhnliches zu sehen war. Kerkin betritt das Lager, wird schnell erlegt. Kett kommt der Position der Wanze sehr nah. Kettanführer überprüft seine Waffe. Kettanführer überprüft seine Waffe erneut. Gruppe von 5 Kett verlässt die Basis, um wilde Pirscherherde zu erlegen. Kettanführer erstattet Tagesbericht gegenüber unbekanntem Vorgesetzten. Störende Übertragung, Ursache unbekannt. Kettanführer prüft seine Waffe zum 5. Mal. Übertragung fällt 2 Minuten lang aus. Gemeldet. Kettanführer hält 60 Minuten lange Rede vor seinen Untergebenen. Kett verlassen das Lager in Richtung Hiara. Gemeldet. Möglicherweise erfolgt ein Angriff. Kettanführer erstattet Bericht. Überprüft sofort danach seine Waffe. Rauschende Übertragung. Übertragung fällt 7 Minuten lang aus. Kettanführer schickt Patrouille in Rover los, Zielort unbekannt, Übertragung fällt ausgemeldet. Übertragung immer noch ausgefallen, möglicherweise Netzwerkproblem. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn! Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Ihre Nachrichten besagen etwas anderes. Sie haben seit Wochen keine Lieferung mehr erhalten. Diese Datenpads waren verschlüsselt. Wie haben Sie... Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele.
Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Ich kann mir den Übergabeort gerne mal ansehen. Dann wird auch keine Unruhe aufkommen. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen, aber ich kann sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Etwa Rohrstaffel, ich orte Gegner zwei Klicks südlich von Ihnen. Hoffentlich bekomme ich bald eine Patrouille. Werde ich dabei wohl auf Cat treffen? Unwahrscheinlich. Sie kommen nicht so nah ans Lager. An Geheimdienstoffizier K. So rund um Yik gibt es in letzter Zeit vermehrt Aktivität. Die Cat haben um die Ausgrabungsstätte eine Art Barriere errichtet. Späher haben gesehen, wie sich hinter dem Schild entführte Angara bewegen. Die Cat lassen sie anscheinend an etwas arbeiten. Wir wissen nicht, was es ist. Und es gibt weitere Berichte über Entführungen. Die Cat versuchen wohl nicht länger, den Da anzugreifen. Zu gut verteidigt, das ist gut. Allerdings haben sie ihre Angriffe nun wohl auf Leute konzentriert, die über den Planeten reisen. Es gibt mehr Hinterhalte als bisher. Wir müssen dafür sorgen, dass die Warnung sich herumspricht. Pathfinder, Sie wurden mir bereits angekündigt. Davia Kaas, leitender Geheimdienstoffizier. Ich soll Sie über Volt informieren. Haben Sie Fragen zu dem Planeten? Nur zu. Wie will der Widerstand diesen Krieg gewinnen? Wir haben nicht genug Truppen, um einen planetenweiten Krieg zu führen. Unsere einzige Hoffnung ist ein entscheidender strategischer Angriff. Das Zentrum sämtlicher Cat-Operationen auf Volt liegt jenseits des Tals. Wenn wir ihre Einsatzzentrale zerstören, wird sie das schwächen. Zumindest hoffen wir das. Ist das eine Karte von Volt? Eine lebende Karte, ja. Alle Regionen des Planeten sind abgebildet. Sobald wir Informationen von unseren Spähern und Kontakten erhalten, wird sie in Echtzeit aktualisiert. Sie können die nächstgelegenen Dara sehen, Ijara und Techix, sowie Jani-Ik, die archäologische Ausgrabungsstätte, die die Cat besetzt halten. Die hellen Punkte auf der Karte. Sind das Städte? Städte, die von den Cat belagert werden, ja. Die größte, Straya, war unsere Hauptstadt. War? Es ist schwer, sich eine Stadt als Hauptstadt vorzustellen, wenn sie nur ein Labyrinth leerer Straßen und ausgebrannter Gebäude ist. Aber Gebäude können wieder aufgebaut werden. Wir sind mehr als nur unsere Städte. Erzählen Sie mir mehr über Estraya. Die Cat konzentrieren ihre Angriffe in letzter Zeit vor allem auf sie. Sie denken, sie könnten uns brechen, indem sie unsere Mauern niederreißen. Sie haben erkannt, dass wir bis zum Tod kämpfen. Dabei wäre es ihnen lieber, wenn wir uns ergeben. Also zerstören sie unsere Dara, unsere Häuser. Sie treiben uns in die Kälte hinaus und erwarten, dass wir aufgeben. Sie unterschätzen die Angara. Sie haben das Wort Dar benutzt. Was bedeutet es? Wörtlich übersetzt heißt es Felsfundament. Ein Dar ist kleiner als eine Stadt, aber größer als eine Siedlung. Es gibt hier draußen mehrere davon. Angara, die in Dara leben, haben eine Kampfausbildung und sind zu allem bereit. Das müssen sie wohl auch sein. Sie sind stolz darauf, dass sie sich selbst verteidigen, aber die Cats sind in letzter Zeit mutiger geworden. Die Dara sind ihr neues Ziel. Wir mussten unsere Taktik ändern, um sie zu beschützen. Mehr Patrouillen für die Dara bedeutet weniger Angriffe auf Cat-Lager. Das wissen die Cat und sie benutzen es gegen uns. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Von diesem Raum aus überwachen wir die Einsätze unserer Brüder und Schwestern. Ohne gute Organisation gewinnt man keinen Krieg. Ein beeindruckendes Überwachungssystem.
Bericht Aya. Ich entschuldige mich, Olisk. Meine Pilotin sagt, sie hätten die Vorratslieferung am Nachtpunkt abgeworfen. Ich weiß nicht, warum sie nicht bei ihnen angekommen ist. Ich lasse es Onya mit einer neuen Lieferung noch einmal versuchen. Kostenlos. Der Widerstand soll nicht wegen eines technischen Fehlers hungern. Sie besagen alle dasselbe. Dem Widerstand fehlen Vorräte. Hier. Entdeckknoten. Dann gehen wir mal noch hier rüber. Joel, mein Freund! Willkommen zu Hause, Bruder! Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Meditationskristall. Ulysk, ich war mit einer Gruppe beim Übergabeort, aber als wir ankamen, war alles weg. Unser Kontakt war verschwunden. Im Schnee waren Spuren von Aktivität zu sehen, mehrere Personen. Die Cat vielleicht? Ich behalte das für mich, bis es geklärt ist. Das ist ein bisschen putzig, dass man überall so einzelne Datendinge zu einem Geschichtsstrang findet. Warum legen die überall ihre Datenpads hin? Liebe Tava, bitte komm zurück nach Aya. Ich weiß, du willst für uns kämpfen, aber wir brauchen dich auch hier. Deine Kinder vermissen dich. Du willst eine Welt aufbauen, in der sie die Cat nicht fürchten müssen. Aber ist das wirklich besser, als ihre Mutter nicht zu kennen? Ich weiß, du hast deine Entscheidung getroffen, aber ich flehe dich an, sie noch einmal zu überlegen. Bitte. Denk daran, wie es mit deinem eigenen Vater war und wie sich das angefühlt hat. Liebe deine Mutter. Da wollte doch noch jemand mit uns sprechen. Nicht? Hast du dich nicht gerade über Jarl gefreut? Dann war das wohl keine ernst gemeinte Freude. Wie erbärmlich. Ich muss mal ganz schnell auf die Karte schauen. Das ist jetzt nicht der Weg, den wir reingekommen sind. Das ist der Weg, den es anscheinend rausgeht. Was ist das jetzt hier? Okay, das ist jetzt die gesamte Gebietskarte unter uns. Müsste hier nicht ein Nomad rumstehen? Ne, gut. Ich glaube, wir gehen aber trotzdem mal zum Abflugpunkt. An dem wir die Cat angreifen können. Und diese Forscherin, wenn ich mich nicht. Also, wenn ich das richtig interpretiert habe, geht es dort, die Hauptmission mit der Forscherin zu absolvieren. Juiuiuiui, ein Behälter. Gewebetuch, na, das möchte ich doch. Na schön, machen Sie nur, schalten Sie es an. Aber ich liebe dich, Hera. Vielleicht nichts überall. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Sie alle sind freiwillig hier. Einige von ihnen wurden von den Cat angegriffen. Die meisten von ihnen haben Familienangehörige an sie verloren. Wenn sie einem Cat gegenüberstehen, denken sie daran, warum sie hier sind. Behalten sie es in ihrem Herzen.
und kämpfen Sie dafür, dass kein anderer diesen Schmerz erlebt. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Naja, ich hab's versucht. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Und bald wieder nach Lebenserhaltung Hause. Ist wieder online. Lügnerin. So, mit dem Schiff da drüben müsste es dann losgehen. Beim nächsten Mal der Hauptquest folgen. Ich glaube es zumindest, dass das ist. Wir können sie ja... Das müsste Priorität sein, oder? Ne, das einfach nur helfen. Dann sind das hier Vault-Aufgaben. Widerstandswache reden, medizinische Vorräte, Übergabeort erreichen. Ne, das ist es auch nicht. Bin ich denn bescheuert? Das ist eine Aya-Quest. Bringen Sie die Punkte zurück zu... Her? Ich bin mir einfach sicher, dass es hier weitergeht. Beim nächsten Mal nehmen wir den Flieger, der uns schon angeboten wurde. Und dann... Weltraum. Bis dahin, macht's gut.